Yo, einmal durchrennen bitte, ihr seid alle besiegt. Läuft. Hier sind gerade so viele Spieler in der Quest. Wir sind aber nur 66 auf dem Server, das geht sogar. So. Welches Level hat denn der Dulli? Sehe ich nicht, schade. Ich renne dem jetzt einfach hinterher. Der wird mir schon den rechten Weg weisen. Hier sind wirklich 1, 2, 3, da vorne waren 4, 5, 6 Spieler sind hier gerade drin. Ganzen Weg frei. Ja, fast den ganzen Weg. Warte mal, 5 war doch Würgegriff und die 6 war Sprung. Genau. Hä? Das? Die Invasion von Balmor. Erstmal gratis XP bekommen. Man kennt ihn. Ich muss jetzt dorthin hin. Die meiste Zeit wirklich schon noch mit hin und her bewegen beschäftigt. Das ist schlimm. Richtig. Dem und dann der dunklen Linie folgen. So, dunkle Linie geht in diese Richtung.
Zeige alle autorisierten Ziele an. Aufzug von Sundari, ja, selbst kann allein in den bei Motion Waffenfabrik einbringen. Ja. Schön, ich soll zu dem zurückkehren. Reiseroute bestätigt. Und wohin? Ach, da runter. Wäre ich ja fast falsch geflogen hier. Ob ich das schaffe, auf die Basis hier zu kommen? Yay! Ich bin auf dem Hangar! Jetzt wird es erstmal Schaden regnen. Lol, der hat mich zurückgesetzt. Ich hab's auf Korriban Ocean hinbekommen, offscreen mich festzubannen. Hm? Ja. Ja, und wie kommst du da raus? Ich habe im Chat nachgefragt mit / stuck. Kommst du da wohl raus? Aber ich bin kurz gemutet. Ich habe höchst erfreuliche Berichte über euren Erfolg in der Balmoranischen Waffenfabrik erhalten. Vol'Argen, dieser Narr, hat euch direkt zugespielt. Der Widerstand ist ohne jeden Zweifel gebrochen. Krieg ist meine Spezialität. Der Sieg stand von vornherein fest. Ohne Zweifel sind die Sith unsere Geheimwaffe. Captain Rigel wird den Bericht schreiben. Darf ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Meldet ihm doch bitte euren Erfolg. Ey, dieser Fettwanz ist so faul. Welcher Fettwanz? Ach, immer noch diese Nebenstory-Quest. Da ist so ein übelst fetter Dude, der ist ach so zu faul, jetzt zu seinem Vorgesetzten oder Gleichgestellten das selbst mitzuteilen. Jetzt muss ich das natürlich machen. Boah, ich schon mal, haben auch schon mal high. Hey, also bist du nur Bote und musst dem was sagen, ja, oder? Nee, ich musste jetzt eine Waffendings einsteigen und dort den Balmor-Präsident oder was auch immer umbringen und jetzt soll ich aber seinem gleichgestellten Vorgesetzten was auch immer noch die Nachricht überbringen, weil der wohl anscheinend zu faul ist, so ein Holo-Dings in die Hand zu nehmen und das selber zu übermitteln, beziehungsweise zu faul ist zu laufen, also fett wie der ist, ist das kein Wunder. Zu ihren Diensten, mein Lord. Ja. Das Ende des Widerstands. Reiseroute bestätigt. Oh, dann kann ich mal ganz kurz hier gucken. Großartige Arbeit. Es war ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Hä?
So. Mein Sith Lord, ihr habt es unseren Feinden gezeigt. Beim Widerstand herrscht ein heilloses Durcheinander. Der Wille der Leute ist gebrochen. Balmorra gehört fast schon uns. Das war ein Kinderspiel. Sie haben es verdient, besiegt zu werden. Da gibt das Imperium euch recht. Wir können euch gar nicht genug für alles danken. Seit Jahrzehnten versuchen wir, diesen Krieg zu gewinnen. Und ihr habt es in einem Bruchteil der Zeit geschafft. Danke. Ja. Euer Geld ist uns immer willkommen. Oha, das ab 41. Ich kann mich wieder neue Raumschiffteile besorgen. Beehrt uns bald wieder. Aber ich muss erst mal ein bisschen was verkaufen hier. Allgemeines, gewöhnliches, gewöhnliches. Wieso stecken die sich nicht jetzt? ...1442 maximal. Die haben alle irgendwie da immer das Gleiche. Verkauf mal die hier. Die raus und mach mal die da rein. Dann spare ich eben Inventarslots. Beehrt uns bald wieder. So. Die Nebenquest-Dingsbums habe ich erledigt. Dann werden wir uns jetzt mal zur Höhle des Jedi begeben. Mal gucken, ob ich den klatschen kann. Ich denke schon, weil du eigentlich ziemlich viel stärker bist, witzigerweise, als ich. Das war... Oh Gott, wo war denn das nochmal? Das müsste da unten gewesen sein. Reiseroute bestätigt. Oh, das sieht hier alles so geil aus. Was, schon da? Lull. Ja, da unten ist die Höhle. Der letzte Atemzug der Republik, genau. Ja, könnte ich doch bis zum Vorhut-Außenposten fliegen, was soll das? Zu Ihren Diensten, mein Lord. Reiseroute bestätigt. Bloß noch eine Dreiviertelstunde da, oder? Oh, schon so
Oh, ja, ja, ist schon zu spät. Ja, ja, bin ich. Ja, ne, ich, wenn du dann gehst, muss ich gucken, wie weit ich da gerade in der Aufnahme bin. Ich denke mal, das wird dann nach der hier die letzte für heute sein. Und dann kann ich die auch wieder ganz ruhig schneiden und rendern. Was ja eigentlich leider, sage ich jetzt mal, immer die anstrengendste Aufgabe ist. Also schneiden und rendern? Nö. Die langfristigste, Entschuldigung. Nö. Nö, nö, das ist, die ist einfach. Ja, aber von all den Aufgaben, die du hast, dauert das Schneiden am längsten. Wie meinst du das? Das dauert nicht lange bei mir. Ich habe meine Videodatei, ich tue dir das Ende und den Anfang, je nachdem, du willst, ich zähle ja an, 3, 2, 1 oder so. Das schneide ich weg. Intro ist schon standardgemäß vorgegeben, die Hintergrundmusik auch. Ich muss dann nur das Outro, je nachdem, wie lange das Video ist, dahin verschieben und rendern lassen. Und dann in der Zeit, wo das erste rendert, schneide ich mir das nächste Video. Okay. Ich habe vorhin, bevor ich hier, wo ich heute geschnitten und gerendert habe, ich hatte 5 Videos drin. Eins hat gerendert und die anderen waren in der Warteschlange. Das wechselt dann, wenn das eine fertig ist, direkt zum nächsten. Also. Ich sitze vielleicht eine halbe Stunde dran bei 5-6 Videos. Und den Rest macht der PC allein. Dann kann ich mir Videos angucken oder einen Haushalt machen, keine Ahnung. Ja gut, bei mir dauert das glaube ich ein bisschen länger. Ich bin an der Höhle vorbei. Super Job! Ja, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ja, ganz ehrlich, das passiert jedem mal. So, na dann. Ich glaube, ich muss aber sowieso jetzt kurz quatschen. Ja, ich bin... Ja, ich muss quatschen. Ich bin sowieso gerade hier drin und werde jetzt fighten. Also die Soldaten halten ganz schön was aus. Welche Soldaten? Die Republikanischen. Yep. Ja, es gibt ja drei Figuren oben, wenn du rechts oben auf die Quest schaust. Einmal Padawan, einmal Jedi und einmal diese andere Frau. Oder dieser unterste Name war es bei mir. An dem bin ich schon gescheitert. Ja, mal gucken. Ich kämpfe immer noch gegen die ersten 4 Soldaten. Obwohl, ich glaube, ich hätte die erste auch geschafft, wenn ich nicht dusseligerweise in deren Bombe reingelaufen wäre. Das war vielleicht auch so federführend. Also, noch. Die ersten 2 Soldaten liegen. Jetzt kommen die nächsten 2. Oh Gott, der republikanische Kommando wird da gleich noch schwerer sein. 6000 Leben und der hat... Oh, 6000. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Würgegriff kann ich jetzt anwenden. Okay. Holy. Die halten echt ganz schön was aus.
Der Einzelne ist Korenorus. Mit dem Würgegriff bin ich gut dabei. Kommunikationsoffizier hat 2000 Leben bloß? Was ist denn das für ein Dulli? Das ist besser. Okay, hier ist dieser Korenorus. Na dann. Die erste müsstest du schaffen, wenn du nicht blöderweise in deren Bombe landest. Ich glaube, dass die anderen halt noch stärker werden. Die hat 60.000 Leben. Das geht noch. Über die Hälfte runter. Und du? Hat voll gefehlt einmal. Kurz ein Würgegriff, da kann sie nichts mehr machen. Und da ist sie tot. Ja, die erste habe ich geklatscht. Jetzt muss ich warten, bis die Zeit abgelaufen ist, damit ich meine Medipacks wieder nutzen kann. Weil die anderen zwei stehen halt da oben direkt nebeneinander. Das wird das Problem. Sergeant Trababa Ringerbum.
Was? 6, oh, wieder 16.000 und ein 2.000. Warte, nochmal, wie heißt der? Keine Ahnung. Okay, ich mute mich. Jo. Ach, der Jedi ist da unten. Dann hauen wir die hier jetzt um. Schon besser. Das hier ganz schnell einsammeln und ab zum Jedi. Die 8 einmal drücken. Und die 6. Los! Komm hier, du bist doch gleich tot. Und da ist er tot. Der war ja easy. Ich musste mich nicht mal healen. Boah, bin ich gut. Dann auf zum letzten. Wir holen uns aber erst den 2000er. Sag mal, hör auf mich wegzuschubsen, du Bruder!
alle tot. Ja, da haben wir in der Folge unseren Jedi besiegt. Das ist ja nice. So, dann bis zur nächsten Folge.